Willkommen in der Sentinel Bay. Das Jahr ist fast rum, das hindert aber Fanstoys nicht daran, kurz vor Schluss noch mal einen rauszuhauen. Wir schauen auf FT48. Jive. Keine Überraschungen bei der Box, das heißt, es ist die gewohnte Qualität. Wir haben hier eine schöne Hochglanzkiste, ne, die entsprechend das Artwork ist geprägt. Das ist schön, es ist ein gezeichnetes Artwork, das mag ich sehr, sehr gerne. Ne, rundherum einheitliches Branding, die Biografie passt zur Figur. Das gibt es ja manchmal so ein Problem bei Fans, so ist diesmal passt wieder alles. Ne, gerendert hier einmal auf der Seite und dann haben wir hier Auszüge aus dem Fotoset der Figur. Das ist alles soweit ziemlich gut. Dazu gibt es innen drin, ne, ist der übliche Styropor-Block, der diesmal auch nicht großartig gebröselt hat, was schön ist. Ne, im Styropor-Block auf der Figur liegt eine Farbschutzfolie, das ist alles wunderbar. Dazu kriegen wir eine Anleitung, die generell gut funktioniert. An der einen oder anderen Stelle musste ich mal, es gibt ja noch zusätzlich quasi, auch das zähle ich mittlerweile ein Stück weit zur Präsentation. Dazu gibt es offiziell von Fanstoys noch Transformationsvideos und was man quasi richtig machen muss, wenn die Figur aus der Box kommt. Das ist alles schick gemacht, ne, und auch das Heft hier funktioniert soweit eigentlich ganz gut. Und abschließend noch die Sammelkarte, schöner, stabiler Kunststoff, auch hier Hochglanz. Ne, das Ganze hier, der Render von der Rückseite der Box, den wir schon kennen, und ein paar Textbacks plus Biografie. Also viel besser geht es nicht. Das Einzige, was wir noch machen könnten, wäre ein schwarzer Schaumstoff innen drin und dann wäre ich hundertprozentig zufrieden. Und damit sind wir bei Jive. Der kommt mit einem riesigen Zubehörkatalog für so einen kleinen Cardboard. Sind coole Sachen mit dabei. Wir haben einmal hier seine Lautsprecher. Die hat er in irgendeiner Folge mal gehabt. Wunderschönes Blau-Chrom hier verziert und dann Silber hier für die Spitze. Der spiegelt sich entsprechend da drin. Das ist klasse. Wir haben hier hinten diesen kleinen C-Clip auf einer Kugel. Ne? Auch hier die Fassung ist silber lackiert. Und dadurch könnt ihr sie im Outmode einklippen. Das zeige ich euch später. Oder halt hier am Rücken. Ne? Habt ihr hier diese beiden. Das ist eigentlich ganz clever gemacht, weil es sozusagen eine Doppelfunktion erfüllt. Ihr habt nämlich hier diesen Haken, wo hinter das Dach eingeklippt wird. Und da könnt ihr hier auf der einen Seite den Lautsprecher dran machen und auf der anderen Seite, oder auch, ne, Wechsel, klar, haben wir den Raketenwerfer. Ihr seht, das hält nicht 100%, das verrutscht ganz gerne, aber es fällt nicht ab. Von daher ist das okay. Der Raketenwerfer sieht super aus. Metallic schwarz oder ganz dunkles Grau hier und dann Silber vorne für die Rakete. Das ist klasse. Und wir nehmen ihn mal kurz runter, denn ihr habt hier zusätzlich noch ein Gelenk mit drin. Das ist immer so ein kleiner Übersprungspunkt. Ne? Das ist quasi für den Alt-Mode die gerade Variante. Und dann hier, wenn man das Ganze ein bisschen hochkippen will, entsprechend auch das. Sieht sehr, sehr cool aus. Wobei ich mich an diesen Raketenwerfer von Jazz überhaupt nicht so richtig erinnern kann. Aber ich habe mir schon sagen lassen, dass das wohl akkurat ist in irgendeiner Form. Ich für meinen Teil mag Jazz ganz gerne ohne den Raketenwerfer. Dann bekommen wir hier seinen Wurfhaken. Auch der ist schön gemacht. Eine silber bemalt vorne der Haken selber. Ein richtiges Seil. Und dann haben wir hier so eine Spule. Die könnt ihr entsprechend hier an der Seite ist so ein kleines Drehkreuz. Und dann könnt ihr wieder auffudeln. Die gesamte Fassung hier ist komplett in diesem mattgrau lackiert. Man kann hier erkennen, es ist ein bisschen anfällig, die Farbe. Generell, Farbe ist ein Problem bei der Figur, ist nicht unbedingt Fanstoys-typisch, aber ist ein Fakt. Und von der Montage eigentlich ganz einfach, ist eigentlich hier nur draufgesteckt. Geht aber tatsächlich, ihr seht, hier sind diese Aussparungen einmal rundherum für diese Pins. Das geht nur am rechten Arm. Am linken Arm auf der Rückseite der Hand habt ihr diese Aussparung nicht. Das heißt, das Ding geht wirklich nur an den rechten Arm. Ist etwas schade, hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass man das variabler gestaltet. Nicht, dass ich den Haken benutzen würde, aber einfach nur dieses so, dass man es an beide Seiten macht, dass mir das der Hersteller nicht vorgibt. Das wäre ganz schön. Ihr seht, die Hand geht hier geschmeidig raus. Auf der anderen Seite ist ziemlich knackig, bleibt eng hängen. Also mit Händen haben sie öfter mal Probleme bei Fanstoys, die wieder rauszukriegen. Ich erinnere mich da an meinen, was war das, Swoop, glaube ich, wo ich die Hand quasi nicht rausbekommen habe. Ne? Ja, das hier ist ein Problem, das Schultergelenk. Da kommen wir gleich noch zu. Das ist nämlich eine Ratsche und die ist viel zu fest, meines Erachtens. Und jetzt das Zubehör dann hier, bevor wir zu den Gesichtern kommen, ist die Handwaffe, auch die komplett in diesem in diesem matt-grau lackiert. Da sind eigentlich so kleine Metallic-Flocken drin. Da seht ihr hier diese kleinen weißen Punkte, sodass es so ein bisschen glänzt im Licht. Ist ganz interessant vom Farbton. Und die Montagetechnik ist simpel. Wir haben einfach einen Schlitz hier in der Hand, oder nicht in der Handfläche, sondern hier, ne, zwischen Daumen und dem Rest. Und da ist der entsprechende Steg dafür. Und dann kriegt ihr die Waffe da sicher rein. Bleiben noch die Gesichter. Generell, ne, das Gesicht sieht super aus. Auch hier in diesem Metallic-Mattgrau-Hybrid irgendwie bemalt. Und dann das super schöne Metallic-Blau für die Augen, für den Visor. Das sieht klasse aus. Und für den Austausch der Gesichter könnt ihr den Kopf einmal hier öffnen. Zieht das eine Gesicht dann nach unten ab. Nicht so ganz einfach, da drunter zu kommen. Ne? Hier gibt es so kleine Aussparungen an der Seite. Da kommt man ganz gut dann dran. Zieht das ab. Und dann haben wir zwei Optionen, die wir noch haben. Und zwar haben wir hier einmal das Gesicht hier, dieses kleine Smirk. Das finde ich geil. Ich glaube, das werde ich nehmen für Jazz. Das passt gut zum Charakter. Und hier dieser besorgte Blick, auch der finde ich sehr, sehr gut getroffen, sehr charakterstark insgesamt. Wie der ganze Kopf einfach super aussieht. Ja, dann nehme ich jetzt hier das Ganze. Dann nehmen wir das fröhliche Gesicht. Ja, gute Laune verbreiten hier. Dann haben wir hier einfach diesen
das Loch, da stecken wir das Ganze wieder rein, schließen den Kopf entsprechend. Mal gucken, dass das hier alles dann richtig sitzt. Machen wir gleich mal in Ruhe. Und dann haben wir das Gesicht getauscht. Ihr seht, das ist hier noch nicht ganz gerade. Ich vermute mal, dass das hier, ja, das Gesicht sitzt hier noch so ein bisschen schief. Muss also schon richtig gerade da rein. Ja, so sieht es ganz gut aus. Ne, und dann rutscht das links und rechts etwas besser rein. Wobei ich finde, die Lücke hier ist etwas groß. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen eleganter lösen können. Vielleicht noch mit einem leichten Druck. Ne, das auf die Schnelle nichts mehr zu holen. Nichtsdestotrotz finde ich, sieht der Kopf absolut fantastisch aus. Generell alles, was schwarz ist, ist mit diesem Metallic-Schwarz bemalt. Ne, hier, bis auf die Hände. Die Hände sind schwarzes Plastik, das ist okay, aber die ganze Hüfte ist entsprechend bemalt. Hier, die Beine sind bemalt. Dieses Schwarz ist allerdings, ne, hier auf, entsprechend auf weißem Grund gemalt. Und ihr seht, hier geht es noch. Auf der anderen Seite habe ich hier schon erste Abplatzer, dieses Schwarz. Das ist schade. Ich habe auch schon bei anderen Videos gesehen, dass teilweise die Farbe üble Schäden nimmt, gerade hier diese Metallic-Lackierung, diese Matte, wie sage ich ständig Metallic, was ist denn los heute mit mir? Diese Matte-Lackierung hier vorne drauf und auch hier auf der Taille, das ist auch, ne, Hasbro hat die Probleme mit der Mattenbemalung, jetzt hat sie ja auch Fans drauf, ich habe das Gefühl, das ist vielleicht nicht die beste Art der Bemalung für eine Actionfigur, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ansonsten ist es so von der Machart, vom Farbschema, das ist ja klasse, ne, das Metallic-Blau, was wir schon auf dem Visor gesehen haben, ich glaube, das ist noch mal ein bisschen dunkler, ist ein Marineblau, das sieht super geil aus. Und hier vorne haben wir blau-transparente Teile. Ich muss sagen, hier mit der grauen Bemalung habe ich meine Schwierigkeiten, ihr seht hier so eine Stufe drin, weil das hier auf der Seite nämlich nicht ganz durchgezogen ist bis zum Schluss und ich finde, das fällt tatsächlich auf, selbst auf Distanz, dass man hier so eine Stufe in der Linie hat, das nicht ganz gerade ist. Das ist eine Unsauberkeit, die ich von Fanstoys nicht gewohnt bin. Hier unten haben wir wieder, das ist, glaube ich, eher so der Farbton vom Visor. Das ist schon fast türkis. Das sieht klasse aus. Und rundherum das ganze Weiß hier ist alles komplett lackiert. Der Rücken ist ein komplett transparentes Teil, blau-transparent, ist komplett überlackiert. Hier ist dieser Streifen ist drauf lackiert. Das sieht alles klasse aus. Also von der Deko ist er toll. Er ist ziemlich clean. Das Backpack ist hier so ein bisschen offen und arretiert hier an der Stelle auch nicht, aber es, ne, schlabbert einem auch nicht runter, deswegen kann ich mit der Variante absolut leben. Die Proportionen der Figur sind toll. Ich fand ihn anfangs, Schultergelenke sind problematisch, fand ich ihn obenrum ein bisschen schmal, aber jetzt langsam gewöhne ich mich dran. Ihr seht, hier kommt dieses Gelenk kommt hier so ein bisschen raus. Das kann man allerdings richtig platzieren, ne, dass das hier sauber drinnen liegt. Und da habt ihr immer noch das Scharnier, was ich hier sehe, das ist nicht ganz so schlimm, aber insgesamt finde ich, ist es so vom Look und so weiter, ist er clean, ist er sauber, Proportionen stimmen. Und damit habe ich überhaupt gar keine Schmerzen. Hier unten ist alles schön zu. Ich finde das toll, wie sich das hier so halbrund fortsetzt. Ne? Dieser rote Streifen, der ist hier so ein bisschen akzentuiert. Mag ich. Also vom Look her finde ich ihn wirklich, wirklich klasse. Ihr habt noch eine Option. Ihr könnt nämlich, ne, Jazz gibt es ja mit oder ohne Türen. Das Spielzeug damals hatte diese Flügeltüren hinten. Ne? Die könnt ihr einfach hier rausholen. Und dann hier, ne? Zack, auf dem Gelenk hier nach oben. Und dann habt ihr hier den Look. Wobei das hier so ein bisschen locker ist, finde ich. Das ist aber das erste Mal, dass mir das so auffällt, dass das so locker ist. Gucken, ob man das hier, das Türgelenk mal so ein bisschen reinschieben kann. Nee, da geht nichts mehr. Huh. Das will ich doch gerade mal testen, ob das auf der anderen Seite auch ist. Weil das ist mir bisher noch gar nicht so aufgefallen. Jetzt geht hier die Tür gerade überhaupt nicht hoch. Was ist denn da los? Ah, jetzt. Ja, hier hält es besser. Ah, okay. Hier ist so ein ganz kleiner Slider drauf irgendwie. Das heißt, wenn ihr das hier so ein bisschen reindrückt, dann hält es auch. Okay, bisschen kompliziert. Aber dann habt ihr Jazz mit seinen Flügeltüren. Ne? Ist ja ein Look, den viele gerne mögen und das geht mit dieser Figur auch. Also grundsätzlich, ihr habt schon gemerkt, er hat technisch ein paar Herausforderungen. Ist nicht alles so ganz elegant gemacht, wie ich das von Fanstoys eigentlich gewohnt bin. Von der Haptik, vom Plastik und so weiter fühlt er sich gut an. Die Bemalung ist ein bisschen anfällig an der einen oder anderen Stelle. Aber so generell von den Details, ne, was man hier an Linien und so weiter draufgepackt hat, finde ich, ist es eine schöne Balance aus interessantem Design und Tun. Akkuranz. Von daher, ja, ich denke, designtechnisch kann ich mit der Figur sehr, sehr gut leben. Technisch habe ich die ein oder andere Problematik, aber ich denke, es ist in Summe, ist es in Ordnung. Der Kopf sitzt erstmal hier auf einem Scharnier, dadurch kriegt er maximale Reichweite nach oben, ist dann hier nicht mehr so schön, aber generell funktioniert es. Nach unten geht nicht so richtig was, ihr könnt allerdings dann hier diese Armatur nehmen, ne? Und für ein Foto und so könnt ihr das machen, dann ist halt die Lücke nur sehr groß, dass das nicht mehr aus jedem Winkel funktioniert. Ist also nicht ganz optimal. Dazu kriegen wir eine Rotation. Da wir keine Kugel haben, sondern Scharniere, gibt es leider keine Neigung links und rechts. Das ist für Jazz sind doch ein recht emotionaler Charakter etwas schade. Die Schultern gehen erstmal, einfaches Gelenk, 90 Grad nach draußen, das ist völlig in Ordnung. Ne, ihr habt hier das ganze Gelenk, sitzt hier auf so einem Schieber, das muss transformationsbedingt hinterher nach oben geschoben werden, das muss wirklich ganz nach unten und dann kriegt ihr die 90 Grad hin, das verrutscht ganz gerne mal, weil das hier, ne, ist jetzt schon wieder ein bisschen nach oben gerutscht, zack, das ist etwas anstrengend. Dann haben wir hier die Rotation rundherum, das ist ein Ratschengelenk, was ich völlig übertrieben finde und das ist auf der Seite noch bedienbar, ich finde es auf der anderen Seite hier
du musst wirklich den ganzen Arm richtig packen und feste drücken und dann ziehst du teilweise hier die Arretierung raus. Also diese Konstruktion finde ich nicht optimal. Ich denke, da hätte es ein Reibungsgelenk. Jetzt muss ich mal gucken, dass hier diesen... Ja, ihr seht, hier ist dieser Haken, der ist jetzt nach hinten gerutscht. Den muss ich gleich wieder rausholen. Das geht jetzt leider gerade nicht. Mache ich gleich abseits der Kamera. Also das hier, finde ich, ist die Hardware völlig fehl am Platz und macht die Bedienung eher schwieriger als besser. Rotation des Oberarms funktioniert gut. Einfaches Gelenk am Ellenbogen für immerhin mehr als 90 Grad. Und dann haben wir das Handgelenk, das rotiert. Und wir haben hier die Finger, eine Basispin für alle. Und der Zeigefinger ist zwar in gekrümmter Haltung, aber immerhin separat noch beweglich für so einen Abzugsfinger. Das ist okay, der Daumen ist starr. Passt soweit. Rotation der Hüfte, problemlos. Und wir haben eine schöne Beuge hier nach vorne. Die ist erstmal hinten arretiert. Und wenn man die löst, kann man die sehr analog verstellen. Die Reichweite ist jetzt nicht extrem, aber völlig ausreichend, denke ich. Und hier seht ihr das Backpack. Ist halt nicht arretiert. Man stößt manchmal dran, dann klappt es so hoch. Das ist im Handling ein bisschen meh, aber kein wirkliches Problem, dass es jetzt rumklappert oder so. Das ist soweit in Ordnung. Hüftklappen haben wir einmal hier an der Seite und nach vorne. Die vorne ist ein bisschen eng. Und hier hinten haben wir auch noch eine kleine. Und dann haben wir hier schönes Rad. Das ist eine schöne Ratsche hier. Einmal voll nach vorne, voll nach hinten. Und ein Reibungsgelenk zur Seite, ne? Schönes Metallgelenk hier, was man sehen kann, sowas mag ich immer ganz gerne. Rotation rundherum funktioniert, auch hier haben wir schon so ein paar Farbmacken drin. Ist nicht so optimal. Und dann kommen wir zum Knie, das ist nicht ganz ohne. Zum einen seht ihr, ich habe jetzt hier eine gerade Fläche, das ist aus dieser Box heraus nicht eingesteckt, das schlabbert hier nur so rum, das müssen wir mit sehr, sehr viel Kraft reindrücken. Vielleicht sehen wir es nachher bei der Transformation nochmal, da muss man es nämlich rückgängig machen, aber dann ist es hier vernünftig arretiert und dann haben wir ein Ratschengelenk am Knie für mehr als 90 Grad. Das ist sehr, sehr schön. Und dann bleibt noch der Fuß. Der ist generell, ist hier mit so einem Haken verbunden. Finde ich ein komisches System, weil das immer so ein bisschen ineinander verkantet. Generell heißt es aber, dass dann die Ferse hier mitkommt, wenn ihr den Fuß nach innen ausstellt. Ist okay, denke ich. Dadurch habt ihr aber kaum noch Beweglichkeit nach oben oder unten. Dafür müsst ihr den Haken nämlich dann lösen. Ihr seht, ein bisschen macht es mit, aber so richtig dolle ist das irgendwie nicht. Wenn man den Haken weglässt, hat man trotzdem noch genug Stabilität und hat noch eine Zehenbewegung nach oben. Und dann kann hier separat noch ein bisschen mit der Ferse, mit der Platte, gut, die hält nicht viel, aber zum Stützen oder so geht es vielleicht, kann man auch ein bisschen was machen. Also generell finde ich diesen Haken relativ unnötig und ich denke, es würde auch ohne gehen. Also es ist alles ein bisschen hakelig an der einen oder anderen Stelle. Die meisten Bewegungspunkte, die man möchte, sind allerdings da. Ich finde vor allem die Schulterkonstruktion hier, dass das ständig hochrutscht und dass das so fest ist, dass man es hier aus der Arretierung zieht, das finde ich nicht gut. Alles andere ist, denke ich, soweit okay. Eine Neigung für den Kopf links und rechts hätte ich für den emotionalen Ausdruck des Charakters ganz speziell, aber ganz gern noch gehabt. Gemessen und gewogen kommt Jive auf 17 cm und 230 Gramm. Zum Vergleich haben wir hier einmal den offiziellen Masterpiece Hound. Also er ist minimal größer als ein Standard-Cardboard. Ich denke, das geht für Jazz. Geht das in Ordnung? Viel interessanter aber ist natürlich der Vergleich mit dem bisherigen Platzhirsch, was Masterpiece Jazz-Figuren angeht. Das ist a Make Toys oder Market Toys, je nachdem, wie man das aussprechen mag. Ich glaube, Market Toys ist der japanisch richtig ausgesprochene Name und Make Toys hat sich aber irgendwie durchgesetzt, weil sie es halt genauso schreibt. Downbeat. Und bislang ist das mein Masterpiece Jazz und bislang war ich eigentlich der Meinung, mit Jazz bin ich fertig. So. Und jetzt haben wir hier wieder die Situation, dass Fansoul um die Ecke kommt und ich hart am Wanken bin. Wobei ich sagen muss, rein technisch gesprochen, ist Downbeat für mich die bessere Figur. Der ist insgesamt, der macht beim Händeln viel mehr Spaß, weil er nicht aus Versehen irgendwo auseinander geht. Das Einzige, was sich manchmal löst, ist hier diese Arretierung am Torso. Lässt sich aber sehr einfach wieder fixen. Die Gelenke sind durch die Bank weg, auch nach Jahren immer noch alle wirklich schön, wirklich gut. Die Ratschen nach hier vorne ist nicht so doll, aber die Bewegungspunkte sind soweit eigentlich alle da, die man braucht. Und auch von den Proportionen her sind die zwei sich nicht unähnlich. Ich mag ihn ein bisschen, er hat ein bisschen breitere Schulter, ein bisschen kräftigere Brust. Das finde ich soweit ganz cool. Steht allerdings auch weiter raus. Also hier unten, dieser Teil hier, nehmen wir diese Abrundung, das ist schon eleganter als die Stufe hier. Und generell ist der Jive schon vom Design ein bisschen abgeschlossener, ein bisschen moderner noch. Ja? Aber der Downbeat hat ein paar coole Sachen. Ja, zum Beispiel die farbliche, also die Luftschutzen hat er auch, die sind hier nochmal farblich abgesetzt. Hier unten die Felgen sind ein massiver Unterschied, aber da gucken wir nachher im Ortmund dann nochmal drauf. Ja, und auch sonst so muss ich sagen, auch so vom Backpack, das hängt hier ein bisschen weiter und ein bisschen tiefer, nehmen sie sich aber insgesamt nicht wirklich viel. Downbeat ist ein bisschen kleiner, wenn man so nebeneinander hält, schon so einen halben Kopf ungefähr, passt meines Erachtens ein bisschen besser in den Masterpiece Cardboard Maßstab, aber Jive ist noch nicht so groß, dass es auffallen würde.
Das Einzige, was ich wirklich sage, also ich finde von der Haptik, von der Qualität des Zusammenbaus und so weiter, gefällt mir der Daumenbeat auch heute noch immer noch besser. Ich finde auch die Farbpalette hier mit dem nicht ganz so viel Blau, diese dunklen Lichter hier vorne als Abwechslung, ist es mehr Rot mit drin. Gefällt mir insgesamt die Farbpalette hier sogar noch, die Palette, nicht der Farbauftrag von der Art der Bemalung. Da ist Jive definitiv vorne, auch wenn das ein oder andere abplatzt, wirkt das ein bisschen besser. Aber generell die Farbpalette finde ich hier etwas schöner. Das Einzige, was mich am Ende des Tages tatsächlich wahrscheinlich überzeugt, weil sie so vergleichbar sind, ist die Tatsache, dass der Kopf von Fantoys einfach viel mehr noch nach dem Charakter aussieht. Ich mag das Kopfdesign von MacToys und es hat mich bisher auch überhaupt nicht gestört. Sah genug nach Jazz aus. Jetzt, wo man die beiden so aber direkt nebeneinander hat, wirkt es doch tatsächlich so, als wäre das ein komplett anderer Charakter. Und das ist das, was mich am Ende dann dazu bringt, auch wenn ich ihn technisch tatsächlich nicht überlegen, aber technisch irgendwie eleganter finde, auch von der Transformation und so weiter und vom Altmode her besser finde, das sehen wir ja gleich noch, werde ich am Ende des Tages auf den Jive umsteigen. Denn er ist einfach von der Ästhetik her, die er bedient, passt er besser in meine Sammlung, was natürlich auch daran liegt, dass ich mittlerweile viele Fanzeug-Sachen habe und die ja alle so ungefähr die gleiche Ästhetik bedienen. Durchaus ein interessanter Diskussionspunkt, ne, inwiefern der generelle Stil, die generelle Ästhetik, in die man eine, oder die Richtung, in die man eine Sammlung da entwickelt, einen manchmal vielleicht auch zwingt, eine Figur auszutauschen, wo man eigentlich mit dem, was man hatte, hätte zufrieden sein können. Finde ich ganz spannend. Für die Verwandlung lösen wir zunächst hier unten den Haken am Fuß. Das ist gar nicht so einfach, weil die sich durch die Bewegung halt schon ordentlich ineinander verkeilen, die Teile. Guck, dass man die Klappe hier so ein bisschen hoch bewegt und dann irgendwann macht es Klick. Und dann könnt ihr den Haken hier drinnen versenken, könnt die Klappe hier einmal öffnen und jetzt schwingt ihr diesen Teil hier nach draußen und nehmt dieses ganze Seitenpanel, könnt ihr hier aus der Verankerung ziehen. Das ist einmal hier vorne sozusagen, ist das arretiert, genau wie der die Platte hier reinsteckt. Das heißt, wenn ihr das jetzt alles hier so ein bisschen abzieht, könnt ihr das nach vorne holen und dann könnt ihr den ganzen Teil hier nach außen klappen und den Fuß schwingt ihr nach innen. Hier muss man aufpassen, dass man da nicht hängen bleibt. So gehört er. Zieht jetzt diesen Teil einmal hier nach oben. Das ist kein extrem langer Weg, den ihr da gehen könnt, aber dass hier halt die Arretierung sich löst, ist wichtig. Ja, auf der Unterseite habt ihr hier dieses Teil, das könnt ihr einmal hier nach oben schwingen und jetzt drehen wir diesen ganzen Teil, der ist, ne, wo sieht man es hier, kann man es vielleicht besser sehen, hier, da ist ein Gelenk, ein Kugelgelenk, das wird jetzt gleich freigelegt. Müsst ihr gucken, dass ihr hier, an der Stelle ist es ziemlich hakelig, da kommt man nicht ganz so einfach vorbei, müsst ihr so ein bisschen hier mit dem Teil spielen, dadurch, dass das rund ist, geht es ganz gut, aber es ist schon ordentlich Zug auf dem Material und ich weiß nicht, ob das so im Sinne des Erfinders war. Auf jeden Fall müsst ihr irgendwie gucken, dass ihr das alles hier umdreht, so, ne? Und dann den Teil hier erstmal so weit liegen lasst. Den Teil hier klappt er auf und dann habt ihr den Reifen, der ist hier auf so einem Doppelarm, schwingt ihr hier einmal rum. Auch der bleibt viel hängen, drückt teilweise das Gummi von der Felge runter. Das ist alles nicht so richtig rund irgendwie, also der Reifen schon, aber die Konstruktion nicht. Und dann legt ihr diesen Arm hier rein, drückt den Reifen hier drauf und dann bringt ihr das Rathaus nach unten und schiebt das an der Stelle hier mit etwas Kraft zusammen. Legt das Teil jetzt hier flach drauf, hier habt ihr diese kleine Klappe, die bringt ihr nach innen. Und jetzt nehmt ihr den Teil, dreht ihn um 180 Grad rum. Ihr seht schon, hier ungefähr muss das dann hin. Und diesen Teil hier schwingt ihr zurück. Müsst jetzt diesen ganzen, müsst jetzt gucken, dass ihr das richtige Gelenk erwischt, das ist nämlich gar nicht so einfach. Na, wirst du wollen, diesen ganzen Teil hier komplett nach unten, hoppala, jetzt habe ich hier schon was gelöst, was nicht sollte. Ne, ihr müsst gucken, dass hier dieser Haken, dass der sich hier reinsetzt, zack, ja, und dann klappt ihr hier das ganze Ding einmal nach oben. Ihr müsst jetzt gucken, dass ihr hier dazwischen kommt und jetzt hier erstmal den hinteren Teil zusammendrücken. Das muss hier ganz sauber passen, das ist hier diese Ecke hier an der Stoßstange, wo es ziemlich eng ist, so, zack, und den Teil bringt ihr hier nach oben und drückt das alles hier an der Stelle zusammen. Den Torso zieht ihr jetzt hier an der Stelle auseinander, ne, dass hier die Platte auch ein bisschen Platz macht. Und dann könnt ihr den ganzen Teil hier oben voneinander trennen. Das sind mehrere Arretierungspunkte. Na, bist du vorne anfangen und dann siehst du langsam hier nach hinten durcharbeiten. Und jetzt habt ihr das Backpack, das ist hier mit zwei Haken, links und rechts ist das eingeklemmt. Am besten öffnet ihr den Teil hier schon mal nach oben, denn hier ist so ein kleiner Überstand, der das so ein bisschen blockiert. Dann zieht ihr den ganzen Kram hier, Tür ein bisschen aus dem Weg. Einmal alles hier komplett nach hinten. Den Teil könnt ihr jetzt komplett rausklappen. Die Türen bringt ihr hier an der Stelle nach draußen. Und jetzt müsst ihr gucken, dass ihr das alles hier... Hier ist unten, ja, gucken, kann man es am besten sehen. Hier sieht man es ganz gut. Hier ist diese Metallärmchen. Hier seht ihr so eine Schiene, ne, wo das einmal lang rutscht. Das heißt, das müsst ihr jetzt unabhängig voneinander einmal nach links und nach rechts hier bewegen, dass das passt. Die Arme könnt ihr hier an der Stelle auch schon mal aus der Arretierung ziehen. Die haben hier hinten, sind die in diesem, kann man das erkennen, hier, da mit dem Haken, der steckt hier unten
in diesem Schlitz entsprechend drin. Das heißt, das zieht ihr da an der Stelle raus. Könnt auch den Haken eigentlich, dann ist er schon mal verschwunden, hier an der Stelle schon mal reinbringen. Und dann haben wir hier den Kopf. Den bringt ihr in den Stopp, eins vorne weg. Hier vorne ist nämlich diese blaue Klappe. Guck, ob ich da drunter komme mit dem Finger, so ohne weiteres. Wenn ich das hier aus dem Weg bringe, sollte es eigentlich gehen. Na, jetzt gerade hat es sich irgendwo verkeilt hier. So geht es hier. Da muss ich drunter mit dem Finger. Zack. Na, jetzt geht hier vorne ist die blaue Klappe hier entsprechend nach oben. Na, und den Kopf, den zieht ihr hier raus. Und bringt ihn hier, muss man jetzt genau hinschauen, das ist ein Doppelgelenk, das ist eigentlich hier vorne drin, das bringt ihr jetzt hier nach hinten, legt das da rein und legt den Kopf hier flach drauf. Und jetzt könnt ihr dieses ganze Teil, ich habe das Gefühl, ist noch nicht richtig hin, könnt ihr dieses ganze Teil hier einmal rumdrehen. Und das ist jetzt eigentlich ein recht logischer Schritt. Hier vorne geht das Ganze dann, die Motorhaube zusammen, links, ja, wie rechts. An der Hüfte habt ihr jetzt hier diesen Haken auf der Rückseite, den klappt ihr raus, genauso wie die beiden hinteren Hüftklappen, und dann könnt ihr den Teil hier, die Beine nach oben, und könnt diesen Block einmal hier nach unten ziehen, dadurch wird das Auto insgesamt ein bisschen länger. Und jetzt nehmt ihr die Beine und hakt jetzt die hier an dieser Stelle, das ist das, was ja, wo wir in der Box schon geliefert kommen, denn das müsst ihr einhaken, das bauen wir jetzt zurück, hakt ihr hier aus, das geht am Anfang super komplett, das ist ein super festes Teil, jetzt ist das vielleicht schon so ein bisschen abgenutzt, wobei ich nichts erkennen kann, aber es geht mittlerweile deutlich leichter. Und dann bringt ihr das alles, ne, erstmal hier auf dem Kniegelenk nach oben. Und jetzt nehmt ihr das ganze Bein, bringt es hier nach vorne. Ziel ist jetzt, dass ihr das alles hier zusammenschiebt und dass diese Platte hier drunter durchrutscht. Das hier, muss man gucken, dass das hier sauber anliegt. Und dann könnt ihr das alles hier an der Stelle, müsst jetzt schauen, dass ihr auch hier mit der Platte, na, der Hüfte da sauber vorbeikommt, könnt ihr das alles hier nach und nach zusammenschieben. Wobei ich sagen muss, ich finde das nicht sonderlich elegant. Ihr seht, es funktioniert zum Schluss. Ne, müsst ihr gucken, dass hier mit der Hüftklappe, dass das nicht irgendwie kollidiert. Ne. Aber so grob zumindest die Richtung stimmt. Aber nichtsdestotrotz, ich habe es erwähnt, ich finde das nicht sonderlich elegant gelöst. Was ich eben vergessen habe zu zeigen, ihr müsst das Bein hier leicht nach innen schieben. Ich habe es zwar gemacht, das passiert mehr oder minder automatisch, weil das ist ein recht einfacher Schieber, ne, deswegen ist es jetzt nicht aufgefallen. Aber das Ding hier muss nach innen, bevor ihr den Teil hier löst. Ob ihr weit genug vorne seid, erkennt ihr, wenn hier die weißen Teile auf den Hüftklappen einigermaßen aufliegen. Und dann passt das, dann drückt ihr hier das ganze Fahrzeug hier hinten zusammen am Spoiler ganz genau. Den würde ich aber nochmal offen lassen, weil hier kommt nämlich noch das Dach. Und das ist nochmal einigermaßen knifflig. Wir haben hier diese Teile, die sind tatsächlich arretiert, die sind so kleinen Stiften auf der Innenseite des Dachs. Die drehen wir hier nach außen und klappen sie raus. Machen wir hier nochmal. Na, lässt los. Vorsichtig sein, ne? Alles transparentes Plastik, nicht das stabilste, aber wird, denke ich, funktionieren. Und jetzt habt ihr hier vorne diese Armatur. Die müsst ihr im Prinzip einmal 180 Grad wenden. Zack. Ne, und dann rutscht die hier nach hinten und dann so ein bisschen nach oben. Und das kommt halt hier vorne mit der Motorhaube. Ne, da müsst ihr drunter. Das kommt alles sich so ein bisschen ins Gehege. Und es geht zwar, ne, wenn ihr das Dach so ein bisschen anklappt und dann drunter setzt und dann quasi unter das ganze Teil hier dann zurück bewegt, geht es. Aber es ist alles irgendwie, weiß ich nicht. Ist nicht sehr elegant, also da hatte ich in letzter Zeit bei Fenster deutlich schönere Momente als das hier. Ja, ihr seht, das klappt. Und jetzt kann man das Ganze im Prinzip nehmen, bringen es zurück und haben jetzt verschiedene Arretierungspunkte. Wir haben hier diese Stifte, die müssen hier unten in die Schlitze rein. Das ist eigentlich unsere Hauptorientierung. Hier vorne haben wir die beiden Schlitze, die müssen damit rein. Das könnt ihr versuchen jetzt schon zu machen, aber wahrscheinlich ploppt es euch raus. Geht erstmal hier an den hinteren Teil. Wichtig ist vor allem, dass diese beiden Nasen hier unter das Fenster kommen. Und das ist das, also auch hinterher beim Zurückbauen, das am schwierigsten wieder zu lösende Teil, denn das ist ultra fest da drin. Also hier wirklich mit ein bisschen Kraft das Ganze reindrücken. Parallel gucken, dass man hier außen nicht hängen bleibt. Zack, da ist die eine Seite und da ist die andere. Ihr seht, es funktioniert ja alles. Kann ich ja nicht sagen, dass das nicht funktioniert, aber es ist halt nicht sonderlich elegant und für ein Fahrzeug einigermaßen komplex. Na, jetzt war Jazz immer schon so mit der komplizierteste aller Carboards, aber ich finde, hier geht das Ganze dann doch nochmal auf ein neues Level, vor allem wenn man gerade erst Downbeat transformiert hat. Und dann haken wir das Ganze hier vorne dann ein, ne, bis ihr das aber dann hier mit den Türen und so weiter richtig solide macht, wird es wahrscheinlich noch ein, zwei Mal rausspringen. Und dann haben wir hier unten noch das Teil, das können wir noch machen. Wir klappen den grauen Part hier nach vorne, schwingen diese beiden Teile hier nach innen und das einmal komplett rein und den Teil zurück. Am Unterarm habt ihr hier diese Klappe, die bringt ihr einmal nach draußen. Die Hand habt ihr in der Stellung, schwingt sie dann hier rein, klappt das Ganze wieder zu. Und dann dreht ihr das, ne, das Ellenbogenlenk, muss ich mal gucken, dass es die richtige Richtung ist, genau. Ne, dreht ihr hier nach außen und klammt den ganzen Arm hier
90 Grad weg und müsst jetzt definitiv, ne, wenn es nicht schon von selbst passiert ist, den Arm einmal hier, aber da muss ich anders greifen, hier auf diesem Gelenk, na, wirst du wollen, so, hier nach oben schieben, bis es nicht weitergeht. Klappt den ganzen Teil dann hier wieder nach draußen und jetzt müsst ihr nur gucken, dass ihr das Armgelenk in die richtige Richtung dreht, was aufgrund des festen Gelenks nicht so ganz einfach ist. Und zwar nehmt ihr das ganze Teil hier und dreht es so lange rum, bis ungefähr, dass diese Stellung hat, also dass hier diese Ecke so in etwa da mit dem Gelenk abschließt, dann sollte es in etwa passen. Und dann dreht ihr diesen Teil einmal um 180 Grad rum. Und ihr seht, der zweite Arm ist generell das gleiche, nur dass ihr ihn halt in die andere Richtung dreht, dass ihr jetzt hier wie so eine Art Viereck habt. Und jetzt müsst ihr gucken, hier, die Teile müssen jetzt hier nach unten und der Arm muss sich dann parallel, die Arme vielmehr müssen dann nochmal parallel hier zum Rad gedreht werden. Dieses feste Schultergelenk ist dabei unfassbar anstrengend. Und ein weiterer Grund, warum ich hier einfach nicht verstehe, wieso man da diese Ratsche unbedingt reindrücken musste. Denn die macht den ganzen Prozess meines Erachtens unnötig kompliziert und unnötig hakelig. Ne, generell habt ihr hier auf der Unterseite des Armes, okay, kann man es nochmal erkennen, glaube ich, ne? Da habt ihr entsprechend so kleine eine Nase hier an dem Teil, die legt sich dann da unten in die Motorhaube rein. Hier müssen wir das Ganze auch nochmal ein Stück drehen. Ne? Und dann legt sich der eine Arm quasi hinter den Kopf und der andere vor den Kopf. Das ist von der Idee her, finde ich das eigentlich ganz cool, nur ja, die Umsetzung ist halt, oder die Durchführung, die Umsetzung ist das eine, die Durchführung das andere. Die ist nicht so ganz trivial, weil das hier alles ultra eng ist und auch hier vorne nicht so recht passen will. Denn ihr müsst hier an dieser Ecke vorbeikommen. Gucken, dass der Arm hier parallel nicht sich verkantet. Und dann seht ihr, findet das so ganz langsam seine Form. Aber es ist wirklich, ja, ist nicht so richtig dolle hier irgendwie. Ja, jetzt kommen wir der Sache so langsam, aber sicher näher. Hier auf der Seite ist es so grob drin. Wir machen es hier auf. Genauso, da ist es drin, zack. Und den Arm drücken wir hier da vorne rein. Hier ist es auch schon wieder auseinandergegangen. Also das ganze Zusammenführen der Arme, ich mache das gleich nochmal ordentlich, ist nicht wirklich elegant. Es sieht zwar im Ergebnis irgendwie spektakulär aus und ist irgendwie kreativ, aber so richtig benutzerfreundlich und Spaß bringt es das nicht. Und jetzt bleiben eigentlich nur noch ein paar kosmetische Sachen. Ne? Klappt die Fenster hier nach draußen, bringt die Tür nach oben. Dieses Ärmchen hier ist ein Doppelgelenk, das könnt ihr nach innen drücken. Auch das ist nicht so einfach, weil die ganze Konstruktion hier recht weich ist und das nicht so einfach reinrutschen will, aber mit etwas Kraft, Geduld und Ausdauer geht es. Aber ihr seht, es ist immer noch nicht so richtig hier drin. So, ja, jetzt. Ne? Und dann habt ihr die Tür, die hat hier hinten entsprechend, hat sie den Haken, der sich da in diese Öffnung reinlegt. Schließt das dann hier auf der Seite ab. Ne? Hier ist das Fenster schon wieder rausgesprungen. Also das alles, ne? Hier ist auch noch so ein kleiner Pin an der Seite, der muss noch da rein. Das ist nicht so einfach zu machen. Macht an der anderen Tür nochmal. Ne? Einmal hier das Ganze reindrücken. Oh, ich rutsche jedes Mal ab und ich kriege jedes Mal einen Schreck. Und dann drückt ihr das alles hier zusammen. Das geht dann, wenn man es einmal dann final hat, dann kriegt das auch plötzlich richtig viel Stabilität. Das ist cool. Wir haben noch hier den Flügel, den schieben wir einmal hier nach hinten und drücken ihn dann hier in diese Lücke rein. Und dann seid ihr mit Jive in seinem Fahrzeugmodus fertig. Und da haben wir ihn ausgerüstet mit sämtlichem Zubehör, was da dran geht. Wir haben einmal hier seinen Lautsprecher, ne? Den könnt ihr hier mit dem weißen Clip einfach hinten an den Heckspoiler klemmen. Ne? Den zweiten natürlich dann ganz genauso, habt dann die gleichen Bewegungsmöglichkeiten hier noch auf dem Kugelgelenk. Und ihr könnt auch die Waffe hinten dran klippen, allerdings die normale Handwaffe geht selber nicht dran. Die könnt ihr nur über einen 5mm Port, ich ziehe das mal hier ab, dann kann ich euch das zeigen, an den Raketenwerfer dran stecken. Und dann kriegt ihr beides zusammen über den weißen Haken auch hinten an den Heckspoiler, wenn ihr das denn gerne wollt. Und grundsätzlich von der Form her, ne, so abgeschlossen wie das Ganze ist und so, ist das ein ziemlich cooler Old Mode. Es gibt allerdings auch so ein paar Sachen, die mir nicht so gut gefallen. Erstmal der blaue Streifen hier, das kommt jetzt alles schön. Es gibt nicht, hier sind so ein paar weiße Ecken, die so ein bisschen durchscheinen. Ich habe das Gefühl, es ist nicht 100% sauber alles von der Bemalung. Ein bisschen näher ran, das macht, ne? Da kann man es erkennen. Und es fällt dann auf, weil wir halt das Dunkelblau gegen das Weiß haben, ist der Kontrast einfach sehr hoch, genau wie wir hier. Und das ist auch irgendwie so ein bisschen nicht ganz gerade. Also hier zum Beispiel schließt es, ne, da auf der Seite nicht. Das sind zwar Kleinigkeiten, aber wenn eine Figur richtig gut ist und einen gewissen Preis kostet, dann suche ich halt auch mal nach Kleinigkeiten. Auch hier aber das Problem, ne, dass hier vorne der graue Strich hier, also selbst auf dem mittleren Teil hier, seht ihr, ist es nicht ganz bis runtergezogen. Hier passt es. Also ich finde, auf der Teil sieht wirklich super aus, aber hier ist das meines Erachtens unfertig. Und es ist optisch für mich, das ist für mich tatsächlich ein Problem, ne, weil ich hier so eine Stufe drin habe. Das hier, das sind eher Kleinigkeiten. Ne. Hier hinten haben wir den schönen Streifen, das sieht gut aus. Auch der hat, da seht ihr schon so ein paar
kleinere Macken drin. Also ich finde, es gibt immer wieder mal Geschichten von Farbabplatzern. Ich bin in der Regel einigermaßen davon verschont geblieben. Bei Tesla hatte ich ein, zwei Schwierigkeiten, aber sonst geht es eigentlich. Hier habe ich jetzt doch schon ein paar Flocken gesehen, die ich nicht so gerne sehe. Die vier auf der Seite kommt soweit schön. Also die Deko ist toll, die gefällt mir soweit gut. Was mir allerdings nicht gefällt, ist zum einen das blautransparente Plastik mit dem Weißer. Also man sieht ein bisschen sehr viel von dem Unmus, was da drin ist. Da hätte ich tatsächlich einfach blau lackierte Fenster oder richtig dunkelblau, dass man es halt nur noch erahnen kann, wäre mir lieber gewesen. So finde ich, das macht so ein bisschen die Illusion kaputt. Und ich habe Probleme mit den Reifen. Zum einen, weil die Reifen hier hinten nicht wirklich arretieren. Die sind zwar... Die sind hier drauf, ne? Wenn du hinstellst, ist das auch okay. Er rollt auf den Reifen soweit auch ganz gut. Wobei die etwas fest sind. Ich glaube, die Vorderreifen waren das. Ne? Hier war das gerade. Der ist so ein bisschen, klemmt so ein bisschen hier drin. Weiß nicht, ob man das noch gerade ziehen kann. Aber das ist nicht so 100%. Aber die arretieren, wie gesagt, nicht. Das geht, man klappt dann manchmal weg. Sieht ein bisschen DeLorean aus. Aber mag ich nicht. Und ich mag die Wahl der Felgen überhaupt nicht. Ich verstehe die Idee, das ganze Ding ist auf Cartoon ausgelegt, aber hier sieht man meines Erachtens ein sehr, sehr gutes Beispiel. Warum das nicht immer die richtige Wahl ist, es sieht doof aus. Es ist langweilig, es ist uninteressant. Ich finde, es passt auch nicht zum sonst sehr realistischen Fahrzeug, weil die Proportionen und so sind meines Erachtens eigentlich ziemlich gut. Und das passt meines Erachtens nicht. Das haben andere schon deutlich besser gemacht. Und deshalb gucken wir natürlich auch hier auf Downbeat. Und den finde ich vom Oldmode ja um Längen besser. Zum einen mag ich den roten Spoiler hier vorne gern. Ich mag auch, jetzt kommt auch hier dieses dunkle Plastik hier, kommt ein bisschen besser durch. Das hier vorne ist alles sauber. Ich finde auch hier zum Beispiel, da haben wir diese ganz dunkel getönten Fenster. Auch der hat seinen Kram dort drunter liegen. Ne? Gar keine Frage, aber ich finde, die dunklen Fenster im Vergleich zu den blauen Fenstern kommen viel, viel besser. Ich finde es abwechslungsreicher, interessanter. Und der große, große Vorteil sind natürlich die Felgen. Die sehen absolut fantastisch aus. Ne? Hier Silber und Schwarz innen drin und dann mit dem Goldenen oben drüber, mit diesem goldenen Gitter. Das ist es für mich. Also vom Oldmode finde ich ihn besser. Er ist im Prinzip nur an einer Stelle nicht so schön. Und das ist hier hinten dieser Teil, der sieht halt doch sehr, sehr unfertig aus. Das Fenster ist deutlich cleaner. Ne? Auch so, was die Unterseite angeht und so weiter, nehmen sie sich nicht viel. Das finde ich immer noch spannend hier. Sieht halt hier ein bisschen aufgeräumter aus, weil es einfach symmetrischer ist. Aber das sind Kleinigkeiten. Ne? Aber so generell vom Fahrzeug-Look, Proportionen und so weiter, ist der auch noch mal ein bisschen länger. Der Fenster ist ein bisschen gedrungen. Noch nicht so, dass es schlimm aussieht. Also nicht so Masterpiece Bumblebee Niveau, dass das Ding richtig zusammengeklatscht wurde, aber ein bisschen kürzer ist er schon. Also das Fahrzeug von MakeToys gefällt mir um Längen besser. Zum Abschluss hier noch Masterpiece Brawl. Also ihr seht, beide passen wunderbar in den Masterpiece-Maßstab rein. Da nehmen sich beide nichts. Fazit, ich weiß nicht, ob Jive ein älterer Mold ist, der einfach nur lange gebraucht hat, um veröffentlicht zu werden. Aber insgesamt fühlt sich das Ding für mich an wie ein Rückschritt für Fanstoys. Das Ding vermisst die Eleganz von Figuren wie Rick und vermisst irgendwie einfach ein bisschen so diese... Ja, das, was Fanstoys in letzter Zeit so ausgezeichnet hat, dass die Dinger geil aussehen, aber trotzdem immer eleganter und intuitiver auch bedienbar sind. Und das fehlt bei Jive meines Erachtens nahezu komplett. Der Bot sieht für sich erstmal fantastisch aus. Der ist toll lackiert, wobei die Farbe nicht sonderlich stabil ist. Auch das bin ich von Fanstoys besser gewohnt. Die haben zwar immer wieder mal Schwierigkeiten mit Farbabblättern, aber hier finde ich es schon recht arg. Ich habe noch einigermaßen Glück gehabt, aber ich habe viele Berichte gesehen, wo deutlich mehr passiert ist als bei mir. Aber generell, die Farbe ist toll, die Farbtöne sind toll, die Farbpalette ist auch toll und das ganze Design, ne, der Bot ist sehr clean, der Kopf sieht fantastisch aus, die Proportionen sind gut. An der Front habe ich wenig Schmerzen. Auch der Old Mode sieht von der Sache her, von den Proportionen gut aus, ist sehr aufgeräumt, sehr clean. Ich finde halt, dass er nicht so einfach zusammenzudrücken ist und die Felgen reißen mich so ein bisschen raus, weil sie ja einfach, das ist mir zu cartoonisch, das passt für mich einfach nicht. Die größte Schwierigkeit habe ich aber insgesamt mit vielen Ecken der Konstruktion. Ich finde die Schulterkonstruktion finde ich fatal. Also erstmal dieses Rauf-Runter-Rutschen ist nicht richtig arretiert. Die Gelenke, diese Ratschengelenke in den Schultern sind absurd fest und sind meines Erachtens da nicht einfach auch nicht notwendig und machen sowohl die Bedienbarkeit beim Posieren als auch die Transformation unnötig schwierig. Die Sache mit den Haken in den Füßen finde ich nicht so elegant. Die Beintransformation ist meines Erachtens zwar irgendwie funktional, aber das auch sehr, sehr, oder vieles sehr eng und muss Sachen aneinander vorbeidrücken, was, glaube ich, für den einen oder anderen Farbschaden bei mir gesorgt hat. Also, ich weiß nicht, irgendwie ist es, nee, das,
das Ding hat einfach nicht den gleichen Wow-Faktor wie die letzten Fanservice-Figuren. Es ist bei weitem kein schlechter Jazz. Ich denke, es ist am Ende rein optisch gesehen auch die bessere Figur als der MakeToys Downbeat. Der ist allerdings auf der konstruktiven Seite so viel eleganter und macht so viel mehr Spaß, dass man es am Ende wahrscheinlich daran entscheiden kann, abgesehen davon, dass halt Jive mit 150 bis 160 Euro, wie du es in Europa kaufst, auch nicht gerade günstig ist. Also schade, ich hätte irgendwie auf einen würdigeren Jahresabschluss gehofft für Fanservice-Toys. Schlecht ist er nicht, aber er definitiv einer der schwächeren Fanservice-Figuren der letzten Zeit. Soweit mein Video zum Fanservice Jive. Wenn es euch geholfen hat, unterstützt mich gern auf Patreon oder direkt hier auf YouTube als Kanalmitglied und checkt meine anderen Videos rund um Fanservice hier oben in der entsprechenden Playlist. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao.